In dieser Gartenlaube können die Besucher der Münchner Kammerspiele eine neue Videoinstallation erleben. The Shire heißt der 25-minütige Kurzfilm des in München lebenden Videokünstlers Louis August Graven. The Shire, zu Deutsch das Auenland, ist eine Mischung aus 3D-animierten Bildern, aus bereits bestehendem Footage-Material und Bildern, die mit künstlicher Intelligenz gemacht wurden. Inhaltlich zeigt das Video viel politischen Sprengstoff. Es ist extrem politisch. Also es geht eben darum, dass es auf einmal Silicon Valley Startups gibt, die sich offen patriotisch und eigentlich auch rechtskonservativ positionieren und deren CEOs offen rechtskonservativ agieren und sich äußern. Und das ist so ein bisschen neu. Außerdem stellen sie sozusagen hochkontroverse Technologien direkt der Regierung zur Verfügung, was es zwar vorher auch schon gab, also Google hat auch schon mal irgendwie mit der Regierung zusammengearbeitet, aber das sind Startups, die speziell darauf spezialisiert sind, Lösungen für Regierungsorganisationen zu produzieren, und das ist schon brisant auf jeden Fall. Ja. Einbuchen kann man sich über die Webseite des Städtischen Theaters. Der Eintritt in der Gartenlaube im Charlottenhof der Kammerspiele ist frei. Die Videoinstallation ist auf jeden Fall bis Ende Juli zu sehen.